Du darfst nie vergessen, dass deine Pokémon stets alles für dich geben, Hildegard. Lass mich dein Team wieder aufpäppeln. Bist du bereit für den Kampf? Nein, peppel sie nochmal auf. Möge der Kampf beginnen. Oh, in der linken Ecke. Mit einem Kampfgewicht von 2 Mauzis. Liebe Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft. Möget ihr auf all euren Wegen geborgen. Was? Der hat Schaft gesagt. Möget ihr auf all euren Wegen geborgen sein. Geborgen werden, wenn ihr mal klettern solltet. Wir dürfen nun einem Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kapuriki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Das ist Tali, mein Enkel. Alola! Und hier haben wir das Mädchen, dem sich Kapuriki offenbart hat. Das hat blank gezogen. Was? Kapuriki hat sich vor ihr offenbart. Das war strafbar. Fliegt wahrscheinlich abends das Trenchcoat im Park rum. Typisch Kapuriki, seine Neugierde ist einfach unstillbar. Flamiau, Flamiau, pass auf, gut auf, pass mir gut auf meine kleine Hildegard auf. Die ist schon wieder strunzig. Naja, es ist eine Feier. Lass uns einfach Spaß zusammen haben und nicht kämpfen. Dann wird das bestimmt auch ein guter Kampf. Hildegard und Tali, zeigt, was in euren Pokémon steckt. Seziert sie. Das brauche ich nicht machen, ich kann dir so sagen, was drin steckt. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus. Pokémon-Trainer Tali setzt Pichu ein. Ach, Pichu kann nix. Los, Hulk Hogan! Na dann, Blut. Colosseum Lilii. Kampf 1. Elektrisiert von Donnerschock. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Oh, es verbrennt. Pichu erleidet Verbrennungen. Eine Schamattacke. Vor allem Angriff senken, das ist jetzt auch nicht so das Schlimme. Ah, wenn du was weiter... wird es tun? Verbrannt von Glut. Es ist besiegt. Oh, schon wieder ein Level Up. Ja, es geht schnell. Erste Entwicklung ist bei Bautz zumindest Level 17. Kannst dich so grob orientieren. Okay. Und es hat Schlecker gelernt. Weiterkämpfen. Bautz schaffe ich auch noch so. Problematisch wird's, wenn man Robball als Starter hat, ne? Achso, hat der immer Bautz? Nee, aber wegen Pichu. Achso, ja, klar. Stimmt. Nur mit Robball hast du Nachteile, alle anderen sind neutral. Obwohl doch Bautz auch. Bautz ist ja Flug. Stimmt. Also haben wir für die günstigste Wahl getroffen. Yes, gleich noch ein Level. Ja, hier muss man echt nicht vortrainieren. Obwohl ich das so gern mache in Pokémon-Spielen. Erstmal eine halbe Stunde nur irgendwelche wilden Pokémon kämpfen. Bla, Hildegard gewinnt. Das macht's auch irgendwie aus. Ja. Und dann ist man OP und rennt durch alles durch. Der Kampf war dieses Jahr mal wieder richtig mitreißend. Und kurz. Kapuriki ist bestimmt auch sehr zufrieden. Puh, du bist echt eine Wucht, Hildegard. Das war ein toller Kampf. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ja, der schon fertig war, ist klar. Das war ein guter Kampf. Auch Kapuriki ist sicher... Oh, Kapuriki beehrt uns mit seinem Gesang. Damit hätten wir auch seine Zustimmung. What does the Kapu say? Nun, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich dir das hier überreiche, Hildegard.
Schatten. Der Zring. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade so lesen. Du hast den Zring an deinem Arm angebracht. Eigentlich gehört er woanders hin, aber das wäre vor den ganzen Zuschauern jetzt leider nicht so. Ja, unter 18 ist auch mit Piercen nicht so drin. Ja, genau. Das ist ein Zring. Dieses geheimnisvolle Armband ermöglicht es Pokémon, all ihre Kraft zusammenzunehmen und ihr volles Potenzial, den Zenit ihres Könnens, zu erreichen. Die Kraft, die sie dabei entfesseln, nennt man auch die Skraft. Ist ein polnisches Wort. Skraft. Ja, so kann man es sprechen. Mama, was gibst du essen? Ich gebe dir gar Skraft. Oh Mann. Ja, haben sie irgendwas zu trinken? Nur Wasser und Krabbensaft. Ist ja widerlich. Skraft. Geben sie mir einen Krabbensaft. Nur wir Inselkönige besitzen das nötige Wissen, um Glitzersteine wie den, den du von Capo Riki erhalten hast, zu zwingen, weiter zu verarbeiten. Und um die Skraft freisetzen zu können, musst du allerdings auf Inselwanderschaft gehen und die Kristalle sammeln. Wird gemein. Ich bin immer noch verblüfft, dass Capo Riki persönlich dir einen Glitzerstein überreicht hat. Du stehst offenbar in seiner Gunst. Oder verfolgte Capo Riki damit vielleicht einen größeren Plan von der Weltherrschaft? Vielleicht finden wir ja mehr heraus, wenn sie auf Inselwanderschaft geht und Alola bereist. Inselwanderschaft? Alola bereisen? Ja. Vier Inseln! Stopp! Halt, komm, eine Armlänge Abstand. Genau. Im Verlauf der Inselwanderschaft wirst du alle vier Inseln der Alola-Region abklappern. Das Ziel der Inselwanderschaft ist es, zum stärksten aller Trainer zu werden. Mit anderen Worten, also zum Inselwanderschafts-Champion. Ein großes Abenteuer erwartet dich. Klingt super, oder? Ich freue mich schon total darauf. Ich erzähle dir später mehr über die Inselwanderschaft. Schafft. Ich möchte der Schaft-Champion werden. Capo Riki ist wirklich ein unglaubliches Pokémon. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Gelegenheit, mich persönlich bei ihm dafür zu bedanken, dass es Wölkchen gerettet hat. Piu! Ach ja? Ach ja, komm mal her. Ach ja. Ja, genau. Schließlich hat Capo Riki dich auch gerettet. Und dann hast du sogar noch einen Glitzerstein von ihm bekommen. Ja, das stimmt. Kommt schon, Zeit nach Hause zu gehen. Dann heißt es jetzt wohl fürs erste Abschied nehmen. Mach's gut. Tschüssi. Ich bin wieder da, Maus. Die hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe den Weg nach Hause nie mehr gefunden. Na, hast du brav das Haus gebrütet? Was ausgebrütet? Autsch. Oder bist du ja auch schon wieder, Hildegard? Und was ist denn wer ist denn deine Freundin da neben dir? Dein Kampf war einfach atemberaubend. Bei dem harmonischen Teamwork zwischen dir und deinen Pokémon ist mir ganz warm ums Herz geworden. Sag mal, sieht das Mauzi nicht irgendwie komisch aus da? Das Auge von dem? Das ist nur, weil es schräg steht und nicht so viele Pixel sind. Ja, eben. Aber das hat jetzt aus, nicht irgendwie. Wenn man es vom Nahen sieht. Die Inselwanderschaft ist typisch für Alola. So etwas gibt es nirgendwo sonst. Außer vielleicht auf den Orange-Inseln. Ich finde, du solltest das durchziehen. Ich finde, du solltest einen durchziehen. Aber eins nach dem anderen. Das Fest war so aufregend, dass ich mich doch glatt etwas verausgabt habe. Ich brauche jetzt erstmal den Mützenschlaf. Bleib nicht mehr so lange auf, ja? Gute Nacht. Torkelt aus dem Raum. Bling, 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 bling.
Am nächsten Tag. Ach, was für eine traumhaft schöne Brise. Ich bin schon gespannt, was uns heute alles erwartet. Caipirinha. Martini. Eine Klingel. Oh, die Türklingel, wir haben Besuch. Wenn das Professor Kukui ist, lässt er sich bestimmt wieder selbst ins Haus. So wie letzte Nacht. Confirmed. Ja, so wie letzte Nacht. Oh Mann. Hey, oh, da ist schön. Noch ein Umzugskarton. Ist da was drin? Nein, da kann man nicht mal. Vor allem, was ist in dem Zimmer? Mhm. Wann hat sie dafür Zeit gefunden? Das fragt man sich bei Mamas immer. Ja. Ach, guck mal, das ist Mams Zimmer. Marzis Bett. Sieht unbenutzt aus, da es Betten von Menschen bevorzugt. Ja, Katzen. Aber Marzis, guck mal, nur ein Kopfkissen. Nur ein Kopfkissen. Sieht so aus, als wären die Eltern getrennt eben und der Vater wäre ein Kanto. Ja. Vielleicht ist er der Arena-Leiter. Ja. Und was sind das da rechts für Müllsäcke? Was? Sehr witzig. Finde ich auch. Und wo ist Mauzis Katzenklo? Ist ja auch jetzt. Wo ist denn eigentlich hier die Minibar? Das ist ein Kühlschrank, den Mama in Alola neu gekauft hat. Okay. Warum hat sie ihren alten nicht im Flieger mitgenommen? Das sind Mauzis Lieblingsschlüsseln. Mama hat sie aus Kanto mitgebracht. Mhm. Na, wer ist an der Tür? Es ist nicht der Professor, deswegen steht's auch noch draußen. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin im Namen des Professors hier. Mein Auftrag lautet, und ich zitiere, bring die Schlampe in mein Büro. Lilly, bringst du mir mal eben unser Wunderkind rüber? Aber bitte heute noch, wenn's geht. Und ich wusste nicht, wen er meinte. Deswegen frage ich bei allen nach. Ich dachte erst, er meinte den Jungen von gestern. Du weißt schon, dieses wunde Kind, das er geprügelt hat. Zitat Ende. Ich soll dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Hildegard. Achso. Hildegard! Ah, ist ja auch wieder nüchtern. Hier hast du etwas Taschengeld, aber gib nicht alles auf einmal aus. Und verballer es nicht für Koks und Nutten. Das ist meine Aufgabe. Oh, wer ist denn deine charmante Freundin hier, Hildegard? Alola ist einfach herrlich, hier trifft man lauter nette Leute. Die ganzen Arschlöcher werden nämlich wieder ausgewiesen. Charmant? Meinen Sie mich? Wie dem auch sei, mein Name ist Lilly, es freut mich, Sie kennenzulernen. Dein großer Moment ist endlich gekommen. Ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deiner Reise mit Flamiao. Passt auf euch auf. Bis bald. Mauzi wird Flamiao vermissen. Meinst du, die dürfen überhaupt? Keine Ahnung. Mauzi ist cremefarben und Flamiao. Naja, aber vielleicht müsste man mal ausprobieren, wenn man irgendwo eine Pension findet, ne? Aber von der Eigruppe her müssen die kompatibel sein. Aber zurück zu Lilly. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Wir sollten uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Ja, die Mutter hat sie gerade angeatmet bei der Begrüßung. Langsam auf den Weg machen, bitte folge mir. Nehmen wir überhaupt noch auf? Ja, wir nehmen noch auf. Ja, Aufnahme, ich frag mal lieber. Ja, Moment, aber... Moment, kannst du es nochmal wiederholen? Mighty Number 9? Ja, genau. Das hat auch nicht funktioniert. So, das ist der Nachfolger jetzt von Mambo Number 5. Genau. Und ihr werdet diesen Witz leider nie live erleben. Ja, schade. Ja, ich werde nicht Game Over gehen. Zitat. Ich schaff's jetzt. Zitat Exidon 2016. Ja, komm, hier, Pause. Jo. Ich bin hier drüben. Okay. Da lang. Ach, läuft wieder? Ja, läuft. So, ich hatte gerade Pause gemacht, deswegen hatte ich dich drum gebeten. Was jetzt? Ernsthaft? Jetzt ist Alter. Das aggressive. Wow. Das ist Wahnsinn, sie haben es ein paar Meter weiter nach links verschoben. Was, wo denn? Wo ist sie nach denn? Nach unten zum Strand. Boah. Gibt's da nicht. Das Labor des Professors liegt direkt hinter dem hohen Gras dort drüben. Er meinte, umringt von wilden Pokémon, mache seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken schneller Fortschritte.
Da ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer einen Vorrat an Schutz-Items bei mir. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Wölkchen, also das ist nur sein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmog. Cosmog ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Cosmog! Cosmog! Piu! Mein kleiner Freund hier hat mir einmal aus einer äußerst misslichen Lage geholfen. Er verfügt über rätselhafte Kräfte. Das erinnert mich an ein Rätsel. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hinter ihm her. Und aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Hala von Cosmog. Und dir, denn du bist bestimmt nicht von einer bösen, Gruppe.